Willkommen zurück bei der Sky zum weiteren Tutorial. Es geht um Command NPC. Das ist ein Zusatz zu Citizens 2. Und wenn ihr noch nicht wisst, was Citizens 2 ist oder im Prinzip wie man es funktioniert oder wie man es benutzt und wie es funktioniert, klickt einfach mal auf den Link da oben, der in der Infobox eingeblendet ist. Da ist eine Verlinkung zu dem Tutorial darüber. Da gibt es auch ganz schöne Sachen. Es geht in dem Tutorial hier jetzt erstmal darum, wie erstelle ich einen Bot. Also nochmal genauso wie in dem Citizens 2 Tutorial. Aber es geht jetzt nicht darum, dass die uns angucken wie in dem Citizens 2 Tutorial, sondern es geht auch nicht darum, dass sie irgendwas sagen, sondern es geht darum, dass man Rechtsklick da drauf macht und im Prinzip, dass sie dann ein Command wiedergeben. Also sprich, ich gehe zu der hier hin, also zu der hinten, zu der Bot, scharfes S1, mache Rechtsklick und dann werde ich da hinten hin teleportiert zum Beispiel. Aber in dem Beispiel setze ich jetzt meinen Game Mode auf Kreativ mit durch den Bot hier. Da habe ich schon mal zwei Testanläufe gebraucht. Jetzt machen wir einen neuen Bot und zwar machen wir dafür /npc-create und den nennen wir jetzt mal... Wie kann man einen guten Bot nennen? Wir nennen ihn jetzt mal Bot 02. Das Spielermodell von dem Spieler, der Bot 02 heißt, wird auch direkt übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt Bot der Sky nehmen würde, dann wird er vermutlich auch mein Spielermodell übernehmen. Können wir ja kurz mal ausprobieren. Der_Sky. Und blopp, der hat schon meinen veralteten Skin. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt meinem Skin, sag ich mal, beibringen, dass der uns einen Kreativmodus gibt. Oder generell Kreativmodus gibt. Was machen wir dafür? Wir gucken den NPC an, ganz easy, und geben ein /npc und jetzt, pass auf, cmd für Kommando, add, weil wir das hinzufügen wollen. Und jetzt geben wir ganz easy ein -o, das heißt nämlich, dass er das im OP-Modus ausführt, das heißt, wir bekommen das auf jeden Fall, weil das ja eine OP-Funktion ist, den Game-Mode zu verändern. Wir könnten natürlich auch noch -c einfügen, dass das über die Konsole laufen soll, wollen wir jetzt aber nicht. Und jetzt geben wir zum Beispiel ein Game-Mode 1. Jetzt sagt er, der hat alles fertig gemacht, ist alles schön. Und jetzt macht mal Rechtsklick. Und ihr seht schon unten, der Spielmodus wurde geändert. Alles ist top, alles ist easy. Es gibt jetzt noch weitere Kommandos, also eigentlich könntet ihr das mit allem machen, ne? Ihr könnt hypothetisch auch noch sagen, ich mach das hier weg und will mit -p eine Permission unten machen, wie zum Beispiel fly.bungee-plugin oder generell, wie eben dieser Permission-Code aussieht. So kann man das im Prinzip machen. Es wird Nacht, deswegen stelle ich mal kurz die Gamezeit um. So. Und jetzt machen wir mal Folgendes, weil es noch ein paar mehr schöne, simple Commands gibt. /npc-cmd-info zeigt dir an, was genau du eingestellt hast. Hier steht es nochmal, schön im Chat drinne. Aber jetzt kommt ihr vielleicht auf die Idee, dass ihr sagt, hey, ihr wollt im Prinzip das ganze CMD entfernen oder gar resetten. Ich zeige euch das jetzt mit Reset. Also es gibt einerseits den Befehl cmd-remove. Das tut alles löschen und dann die ID im Prinzip von dem Bot. Wir wollen jetzt aber nur hier diesen Bot zurücksetzen, das heißt CMD, Reset und schon, blopp, alles ist weg. Ich mache Rechtsklick hier drauf, es passiert nichts mehr, Linksklick geht auch nichts. Und deswegen ist es eine coole Sache, das Plugin, das ist wirklich richtig Hammer. Ihr könnt hiermit im Prinzip alles machen, ich kann das ja nochmal zeigen mit der Zeit. Das Plugin, also das war ja hier Time Set Day. Das gleiche machen wir jetzt nochmal hiermit, NPC, Create... jetzt sag ich schon create, sorry, npc cmd add und jetzt sage ich mal -c und -o für in der Konsole und als OP und jetzt fügen wir einfach hinzu time set night, okay? Rechtsklick hier drauf und blopp, ihr seht schon, es hat funktioniert. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit Essentials machen, also sprich, dass hier steht warp und dann zum Beispiel zu Bad Wars. Dann werdet ihr dahin tippet, aber das habe ich jetzt nicht eingerichtet und es gibt auch keinen Bad Wars Warp, deswegen steht hier, beziehungsweise, sorry, ich muss das hier jetzt erst zurücksetzen. Und dann geben wir das hier wieder ein. Jetzt steht hier aber, er kann das nicht machen und er kann das jetzt nicht machen, weil im Prinzip das Kommando nicht vorhanden ist. Und das wäre es auch schon mit dem kleinen Video gewesen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wir sehen uns.